Wiederbelebung, wenn ein Mensch nicht mehr atmet. Weil im Ernstfall jede Sekunde zählt, gilt vor allem, keine Angst haben, sondern helfen. Das klappt am besten, wenn man weiß, wie es geht. Weshalb der Experte vom DRK zu regelmäßigen Erste-Hilfe-Kursen rät. Sie bringen die Person auf eine feste Unterlage, denn wir wollen ja komprimieren. Und wenn die Person jetzt auf einer weichen Unterlage ist im Bett, dann komprimieren sie alles. Also sie drücken den ganzen Körper nach unten, aber wir wollen sie zusammenpressen. So, und wo ist der Druckpunkt? Also wenn man sich das so anschaut, also manches sagen, also auf jeden Fall hier in der Mitte des Brustbeins, zwischen den Brustwarzen, aber was auch ganz gut ist, wenn Sie hier so das Brustbein haben, im unteren Drittel, also hier in etwa. Und wenn wir jetzt diesen Druck ausüben, dann knien wir dicht neben der betroffenen Person, dann kommt eine Hand auf dieses untere Drittel des Brustbeins, die andere Hand rüber, Sie strecken die Arme und spreizen die Finger ab. Mhm. Ja? Also so können Sie es machen, wenn Sie mit dem Handgelenk ein Problem haben, können Sie vielleicht die Finger auch so nach oben ziehen oder mit der anderen Hand. Das ist eigentlich egal. Im Kurs hilft ein Metronom, den richtigen Rhythmus zu finden. Dann wird geübt. 30 Mal drücken und loslassen, 2 Mal beatmen, immer im Wechsel. Im Ernstfall sollte parallel dazu der Rettungsdienst alarmiert und nach weiteren Helfern Ausschau gehalten werden. Passiert der Notfall dort, wo es einen Defibrillator gibt, lautet der Expertenrat: Benutzen und keine Angst, das Gerät ist selbsterklärend. Ja, schalten Sie es gleich mal an. Alle Kleidungsstücke haben wir schon gemacht. Des Patienten entfernen. Weiße Elektroden von der grauen Elektrodenkassette abziehen. Elektroden wie abgebildet auf die bloße Haut kleben. Alle Kleidungsstücke vom Brustkorb des Patienten entfernen. Super. Weiße Elektroden von unbedingt Abstand. Also jetzt muss ich noch aufhören. Herzrhythmus wird analysiert. Unbedingt Abstand. Das braucht dann immer 5, 6 Sekunden oder 10 Sekunden. So, jetzt schauen Sie, dass keiner dran ist. Patienten halten blinkende, orangefarbene Taste jetzt drücken. Schock abgegeben. Im Übungsfall fließt kein Strom. In der Realität soll ein Stromstoß das aus dem Rhythmus gekommene Herz wieder in den richtigen Takt bringen. Ich sag's mal so, Ihr Herz ist aus dem Rhythmus gekommen. Es schlägt viel zu schnell und hat gar keine Auswurfleistung mehr. Und das ist dann auch der Grund, warum Sie bewusstlos werden. Und wenn der Defi das erkennt, über seine Ableitung, die er da dran macht, dann will er dieses Gezappel, diese unkontrollierten Herzaktionen zum Stillstand bringen und will dem Herzen eine Chance geben, seinen eigenen Rhythmus wieder zu finden. Und dazu bekommt man quasi einen elektrischen Schlag. Jetzt wird, also beim Computer würde man sagen, ich mache ein Reset. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass das Herz wieder anfängt mit dem Schlagen. Und dann hätte man natürlich Erfolg. 15 Sekunden bis zur Analyse. Ist kein Stromstoß notwendig, erkennt der Defi auch das und gibt entsprechende Anweisungen.